Und so sieht das Produkt im Endeffekt aus. Wie bist du zufrieden vom Fitting her und so weiter? Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute zu einem ganz besonderen Video an einem ganz besonderen Ort. Wir sind nicht in irgendeinem Studio, sondern am wunderschönen Wolayasee im Lesachtal, nicht Seelachtal, das haben wir schon gelernt, gell? Sind heute hier, um die Kollektion vorzustellen. Tabula Rasa, wie ihr es vermutlich in dem Trailer auch schon gesehen habt, sehr naturverbunden. Tabula Rasa steht für leeres Blatt, auch ein bisschen die Reinheit des Geistes. Das wollen wir hier mit der Symbiose, mit der Natur verkörpern. Heute eine quicke Vorstellung der einzelnen Produkte. Ihr habt es ja im Trailer auch schon teilweise gesehen. Wir haben 4 verschiedene Produkte. Wir haben ein Shirt, einen Hoodie und einen Zipper. Das Shirt und eine Shorts, nicht zu vergessen. Zeige ich euch danach noch, die hängt ja noch nicht. Das Shirt und der Hoodie sind inside out zu tragen, das zeige ich euch aber nachher noch. Zu den Produkten selbst, wir haben bei den Shirts wie auch bei der letzten Kollektion schon eine Grammatur von 300 GSM und bei den Hoodies haben wir uns für 430 GSM entschieden, weil es perfekt ist für die Übergangszeiten, allerdings auch für den Sommer, wenn es dann kühler wird am Abend, kann man nochmal die Zipjacke drüber schmeißen. Der große Unterschied ist allerdings, wir haben den Stoff diesmal besonders behandelt, der ist komplett gepeached und das macht das Produkt unfassbar komfortabel. Das ist High Quality Everyday Wear, das dafür gemacht ist, es jeden Tag zu tragen, weil du einmal ein Produkt an der Haut hast, möchtest du es nicht mehr ausziehen. Das war uns bei der Produktentwicklung ganz, ganz wichtig. Das werdet ihr aber auch merken, wenn ihr die Produkte dann anhabt. Alle Produkte sind nochmal etwas distressed, um hier nochmal so einen roughen Look zu vermitteln, eine Natürlichkeit zu vermitteln. Und hier haben wir die einzelnen Produkte, die ich euch gleich zeige. Ich habe am Anfang nicht gesagt, das waren sie, Alter. Freitag ist es soweit, um 19 Uhr ist der Drop. Es gibt mehr Stück, viel mehr Stück als bei der letzten Kollektion. Allerdings nicht unendlich viel Stück. Das heißt, wenn einmal eine Größe ausverkauft ist, dann ist die ausverkauft und dann dauert es, bis ein neuer Stock kommt. Trotzdem einigermaßen quick sein. Ich gehe davon aus, dass die Produkte länger im Store sind. Wer unbedingt ein Produkt haben möchte, ich rate dazu an, um 19 Uhr auf memvienna.com zu sein. Jedes Produkt kommt in der klassischen MEM Magnetbox. Wir haben diesmal auf Natürlichkeit basierend einen Alt-Look verwendet, einen Altpapier-Look, weil ich finde, das passt sich sehr gut an. Auch hier mit einer goldenen MEM-Schrift, die klassische Magnetbox. Und in jedem Produkt haben wir nochmal portugiesische Baumwolle aus unserer Produktionsstätte mit reingepackt, um hier nochmal die Konnotation der Natürlichkeit mit drinnen zu haben. Ich zeige euch das jetzt Ganze mal angezogen. Rod, vielleicht kommst du einfach mal zu mir. Rod trägt unseren allerersten Colorway, grau, ein dunkleres Grau. Hier seht ihr auch schon die Hose, die er trägt, vielleicht bei der Hose unten beginnend. Wir haben einen tiefen Schnitt verwendet, der weiter runter geht, der das Produkt extrem entspannt macht. Also das ist die Short, die ihr quasi jeden Tag tragt, weil die so unfassbar bequem ist. Wir haben hier nochmal ein MEM Stitching und natürlich sind auch die Zip-Verschlüsse mit dem klassischen MEM Puller, der allerdings jetzt ganz locker geht, ohne irgendwie zu stecken. Auch dieses Problem haben wir gelöst. Wir lernen dazu von Kollektion zu Kollektion. Hier trägt er den MEM Zipper mit der Kapuze, distressed an den Rändern. Hier nochmal der MEM Zip, der easy auf und zu geht. Wir haben hier die Taschen auch noch etwas tiefer gemacht, damit die Produkte nicht rausfallen. Der Kragen und die Kapuze ist so gewählt, dass wenn ihr das zu habt und der Wind geht, euch nicht die Kapuze vom Kopf gerissen wird. Auch da haben wir nochmal dran gearbeitet und so sieht das Produkt im Endeffekt aus. Wie bist du zufrieden vom Fitting her und so weiter? Auf jeden Fall steht. Passt, sehr gut. Vielleicht einmal kurz die Zipjacke aus. Hier trägt er das gleiche Shirt wie ich. Wie schon gesagt, alles sehr angenehm. Wir haben den Kragen nochmal etwas weiter gemacht. Der sitzt jetzt perfekt hier an der Stelle. Und wenn wir das Shirt umdrehen, also ihr könnt das Shirt ganz normal umdrehen, dann sehen wir hier zum einen schon ein ganz schlichtes Ton-in-Ton MEM Printing. Und die Etiketten, die haben wir schon abgemacht. Wir haben hinten hier das Neck-Label. Das ist, wie man es hier auch schon beim Washing-Label sieht, ganz leicht an so Fäden verbunden, so dass ihr das easy einfach mit einer Schere abtrennen könnt und dann könnt ihr das Produkt inside out tragen. Kommst du nochmal? Also hier seht ihr jetzt ein ganz schlichtes MEM-Printing und so sieht das Ganze inside out getragen aus. Das heißt, ihr habt 2 Shirts in einem. Perfekt, danke dir. Kommen wir zum nächsten Colorway, das ist ein hellgrauer Colorway, so etwas blaustichig. Da haben wir die Gina, vielleicht kommst du mal ganz kurz zu mir, Gina. Wir filmen da in der Natur, das heißt, wir werden auch relativ schmutzig, wie man gut erkennen kann. Du trägst Größe, übrigens, er hat Größe M getragen, ich trage Größe L. Gina trägt hier jetzt Größe S, weil sie es sehr gerne oversized mag, aber XS kann man natürlich auch, ist dann nicht so baggy, wie das jetzt bei der Gina der Fall ist. Auch hier bei der Hose wieder ein MEM Stitching und der MEM Zipper. Auch die Hose hier etwas tiefer gehalten und der Hoodie, wie gesagt, auch inside out zu tragen. Vielleicht kannst du den ganz kurz mal umdrehen.
Da haben wir die Etiketten schon abgemacht. Perfekt. Einfach nochmal anziehen. Perfekt. So sieht das Ganze inside out getragen aus. Hier nochmal mit einem schlichten MEM Printing. Super, danke dir Gina, ich gebe dir das eins einfach mal mit. Das sind die Produkte, die wir haben. Shorts, Shirts, Hoodies und Zip-Hoodies. Wie gesagt, am Freitag um 19 Uhr ist der offizielle Release. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück mit den Produkten und beim Kopf, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es so war, dann seid auf alle Fälle pünktlich. Holt euch ein Produkt, meiner Meinung nach das cleanste und beste, was wir quality-technisch bis jetzt gemacht haben. Und auf jeden Fall das komfortabelste, liebe. Auf jeden Fall das komfortabelste. Auf jeden Fall das komfortabelste, liebe Freunde. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Das war's von mir, euer Maximilian.